So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke. Da hat's hier gehupt. Das war bestimmt nicht für mich, kann ich mir nicht vorstellen. Das Psychospektakel hat begonnen. Ich glaube, wir müssen mal hier durch den Park laufen. Das Psychospektakel hat begonnen seit 10 Uhr. Es gab eine befristete Forschung im Heute-Tab. Müsst ihr mal reingucken. Verschiedene Kapitel, wo ihr immer Würfe machen musstet. Pokémon fangen, irgendwas? Ich glaube, Pokémon fangen, Würfe machen. Ach, ich weiß es schon gar nicht mehr. 42 Stück musste man auf jeden Fall machen und hat dann wahrscheinlich in jedem Kapitel Pygraulon bekommen. Ich habe noch keins abgeholt. Ich will das jetzt gleich mal alles abholen. Pygraulon kann ja jetzt auch shiny sein. Seit 10 Uhr. Vielleicht ist ja in dieser Kapitelbelohnung irgendwo ein shiny Pygraulon drin. Ich bin aber eigentlich auf dem Weg zur Old Channel Bridge. Denn Mega Simsala ist jetzt auch in den Mega Raids angekommen. 11.20 Uhr geht an der Old Channel Bridge ein Mega Simsala Raid auf. Wir machen einen Community Raid, laden 10 Leute ein, machen den fort, gucken uns 10 mal an. Ich laufe jetzt das Stück dahin, hol fix meine Pygraulon ab, dann zeige ich euch mal, wen wir alles einladen. So, das hier ist die Old Channel Bridge. Die sieht ungefähr so aus. Könnt ihr euch jetzt mal mitnehmen, wenn wir einmal drüber laufen. Und ich kann mich auch direkt schon korrigieren. Dazu aber gleich mehr. So, angekommen. Ich kann mich nur korrigieren. Es waren natürlich 42 Curveball-Würfe und nicht 42 Pokémon-Fangen. Aber wenn du 42 Würfe machen willst, brauchst du fast auch 42 Pokémon. Und wenn du einen guten Curveball-Wurf machst, bleibt das ja fast auch drin. Also habe ich dann gedacht, okay, es zählt immer wieder dazu. 42 Pokémon fangen, 42 Curveball-Würfe ist doch fast dasselbe. Jetzt stelle ich das mal ab. Wir gucken mal kurz, ob wir vielleicht ein shiny Pygraulon haben. Hier ist es relativ dunkel. Hier ist es heller. Wir stellen uns natürlich hier hin. So, ich bin jetzt im Spiel angekommen. Ihr seht hier Psychospektakel. Im Heute-Tab steht sowieso immer alles, was ihr braucht. Auch welches Event gerade da ist, wenn es eine Forschung dazu gibt. Plus alle Boni für das Psychospektakel, die jetzt hier komischerweise nicht stehen. Nur Jahreszeit des Lichts ist aufgelistet. Vorführeffekt. Wir holen jetzt mal hier alle Belohnungen ab. Wie gesagt, in jedem müsste ein Pygraulon drin sein. 576. Wir versuchen das jetzt auch mal direkt hier mit dem Schnellfangtrick. 576, 573, also 76 ist das höchste bis jetzt. Immer draufwerfen, fliehen, draufwerfen, fliehen, draufwerfen, fliehen. 1 über 76. Gucken wir, ob wir noch eins kriegen. 69, das ist nix. 76, 76, denn die sind ja alle aus der Forschung, das heißt, die sind alle Level 15. 590. Das ist auf jeden Fall mehr als 76. Bietet jemand mehr als 590? Vielleicht ist ja sogar ein 100er dabei. 579? Nee. Also 590, immer noch das Beste. Normal hätte man jetzt auch gelbe Bären nehmen können. Alles abholen für die Bonbons. Aber ich mache das jetzt einfach fix so. Noch zwei, beziehungsweise noch drei Stück. Am Ende gibt es ja, glaube ich, auch noch eins. 590, immer noch das Beste. Ist halt einfach nur ein kleines Alien, aber der ist lieb, der will nur spielen, der macht nix. Ist jetzt auch noch kein Shiny, 71. Und einen haben wir noch ganz am Ende, wo es auch noch mal Bälle gibt. Drückt man auch noch durch, 590 bis jetzt also das höchste. Der hat auch 570. So, wir können ja den 590 ja mal kurz bewerten, weil das eben der höchste war und haben... Ein 96er, okay. Wer über 590 hat, sollte mal bewerten. Das könnte dann ein 100er sein. Wir warten jetzt 13 Minuten, bis der Raid aufgeht. Ich habe das natürlich wieder in den Community-Tab gepostet, um zu gucken, wer macht mit, wer trägt sich ein, Trainercode und alles dabei. Hier Mega Simsala Raid. Rams ist der Dicke und Samyang Bulldog laden ein, 11.20 Uhr. Es haben sich 13 Leute bzw. 12 Leute eingetragen. Gehen auf Neueste zuerst und haben Matzofix
Bladentiers, Ivar Schaf, Niklas, Carsten, plus Henry Niki, Shenaya, Schnitzelmann, Dipper Peines und Grongelsdän. Rest hat es leider nicht geschafft. Guck mal, NetGhost auch. Hallöle, ach verdammt, zu spät. Aber egal. Ich werde meine zwei freien Pässe heute für Mega Simsala machen. Ich warte jetzt drauf, dass das aufgeht. Denkt einfach, das ist Muto, das ist Deoxys. Nehmt also Unlichtangreifer, wie die ganze Zeit schon. Ihr könnt Trigefalo nehmen, ihr könnt Darkrai nehmen, ihr könnt Despota nehmen mit Bisknöscher. Ich nehme einfach das, was es mir dann vorschlägt. Und mal gucken, ob es ein gutes ist. Ich habe ja eigentlich ein 100er auf 50 von Simsala. Was ich entwickeln kann, ob ich das heute schon mache, weiß ich noch nicht. Sehen wir uns gleich an. So, das Ei schlüpft gerade, oder die Eier schlüpfen. Sieht ein bisschen komisch aus, weil eigentlich läuft der Counter ab und bei 0 schwebt das Ei in die Luft und geht auf. Das eine ist jetzt aufgegangen, aber irgendwie ein bisschen zu spät, und das andere, das zeigt mir an, ich kann schon in den Kampf rein, aber das Ei ist immer noch zu, aber die Raid-Boss-Zeit an sich läuft schon ab. Das ist Psychospektakel. Wir machen jetzt hier wieder eine private Gruppe, ist ja wichtig, damit da keine Fremden hinzukommen. Wir müssen jetzt den Pass hier mal einwerfen. Gruppe erstellen, haben grün, piep, brennt. Gehen hier rein, laden ein. Dem einen geht das immer so schlecht. Ihr seht das jetzt hier. Einmal drücken, einsetzen, Ivar Schaf, Carsten, Matzofix, Bladentiers und so weiter. Niklas, hier Dipper, Grongel, Henry, Shenaya, Schnitzelmann. Ich glaube, ich steige mit einem auch auf. Ich glaube, mit Matzofix steige ich auf, aber für den einen Raid mache ich jetzt kein Glücksei an. Matzo, überleg dir, machst du Glücksei an oder nicht? Kannst du machen. Mir wurscht. Bei Niklas habt ihr vielleicht gesehen, stande dran löschen. Der Niklas hat nämlich das Level-Up getriggert für beste Freunde. Hat einfach aufgemacht, statt am Z-Day gemeinsam. Deswegen habe ich den danach gelöscht. Dann kam er wieder, hat gesagt, oh Ramses. Und dann habe ich gesagt, ja Niklas. Dann habe ich ihn wieder angenommen. Bin ja nicht so. Wer also neu in meiner Liste ist, ne? Es gibt ja Leute, die kommen da rein, weil die sind schlau. Wer neu in meiner Liste ist, achtet halt drauf, dass ihr Stufe 3, Stufe 4 immer gemeinsam am C-Day macht, mit einem Glücksei zum Start des C-Days. Das ist toll, da freuen sich auch eure anderen Freunde drüber, wenn ihr nicht wahllos alles aufreißt. Und ansonsten kann ich die private Gruppe eigentlich öffnen. Sind ja alle drin, so wie es aussieht. Ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Stufe 1 und 2 könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ich habe jetzt auch hier Mango angenommen, das war auch egal. Selbst wenn da Superfreunde anstehen, kann der einfach öffnen. Sind alle drin. Da zeigt es überall Trigefalo an. Auf dem anderen sehe ich hier Skelabra, Gengar, Despota. Hier seht ihr auch ein Gengar, was ich eigentlich auf 50 gezogen habe für die Mega-Entwicklung. Es ist jetzt gerade nicht mega entwickelt, brauche ich jetzt nicht, das spare ich mir jetzt auch. Und ich habe mir überlegt, wenn ich jetzt wirklich die 200 Energie krieg aus diesem Raid, um die Mega-Entwicklung durchzuführen, werde ich das dann direkt auch im Anschluss entwickeln. Aber guckt euch mal das coole Design an. Ich finde, das ist bisher wirklich die coolste Mega-Entwicklung, die wir kennen, die wir haben. Wie der einfach seine Beine zusammenschließt, die Beine aber aussehen wie Hände, hat auch nur drei Finger an den Beinen, hat drei Finger an den Händen, hat so einen zackigen Kopf, hat diesen langen, rauschigen Bart, so einen dünnen, drahtigen Körper dazwischen und die Löffel, die oben drüber schweben, das sieht einfach alles viel zu genial aus. Der ist jetzt auch schon tot, waren 12 Leute, also wenn ihr da wieder mit 20 Leuten raidet, dann ist das wahrscheinlich ein 10 Sekunden Raid. Jetzt hat er seinen Bart verloren, die Löffel schweben nicht mehr. Hier Matzofix, ach nee, Matzofix steigt gar nicht auf. Der steigt aber bald auf. Wahrscheinlich fehlt jetzt noch eine Interaktion. C-Day ist ja auch nächste Woche. Man weiß immer noch nicht, was zum C-Day kommt. Muss auch noch angekündigt werden. 225 Mega-Energie. Das passt also auch. Wir können also direkt dann eins entwickeln. WP 1694 und auf dem anderen habe ich 1697. Wir fangen das jetzt mal fix. Matzofix. Wir fangen das jetzt mit. Ich nehme einfach wieder die silberne, davon habe ich ja eh genug.
und werfe natürlich nicht in den Kreis. Ihr seht, der Kreis ist auch orange, also das müsste ich eigentlich richtig einfach fangen lassen, wenn man mal trifft. Einmal drüber, einmal drunter. Wir müssten den Kreis eigentlich ein bisschen größer machen, aber... So, komm mal her, wir machen es mal neu. Zack, großartig. Jetzt ist der Kreis zu groß, das kann doch nicht. Vorher war er mir zu klein, jetzt ist er zu groß. Aber dadurch, dass es trotzdem großartig wenigstens getroffen hat, ist es natürlich wirkungsvoller als davor, wo man außerhalb dieses Kreises wirft. Den können wir auch kurz bewerten. Der hat 14, 11, 10, Strauf Hain steht hier wieder. Wir brauchen 200 für die Mega-Entwicklung. Wir wollen den auch jetzt direkt mega entwickeln. Beziehungsweise habe ich gehört, dass die Leute gesagt haben, der ist nur krass und nur cool, wenn der Psychokinese hat. Ich will also jetzt auch bei dem mal ein Item anwenden. Ich habe 7 Top-Lade-TMs. Wir packen mal Sea weg und nehmen Psychokinese rein. So, Psychokinese erlernt und führen jetzt noch die Mega-Entwicklung durch auf 5099. Das ist ein 100er. Ich habe gar nicht auf das Geschlecht geguckt. Ich weiß aber, dass ich noch einen zweiten Raid heute machen muss und dass ich noch einen Shiny Simsala dann zu Mega Simsala entwickeln muss. Mit dem anderen Geschlecht. Das ist weiblich. Guckt euch den an. 5099. Der sieht auf jeden Fall richtig stark aus. Das ist ein weibliches. Wir können mal ganz kurz gucken. Das ist auch weiblich, das heißt, so wird es schon mal nicht an sich ausgehen. Wir können aber direkt mal auf Abra. Schillernd. Abra. Mit Familien. Und gucken wir mal, ob wir irgendein männliches haben. Das ist männlich. Das heißt, dieses könnte ich entwickeln. Dann ist es auch Simsala. Als Shiny, aber als männlich. Kriegt durch die Entwicklung sogar Psychokinese. Und ich habe dann Shiny entwickelt, ich habe Normales entwickelt, ich habe ein 100er entwickelt, ich habe ein männliches entwickelt und ich habe ein weibliches entwickelt. Das ist das Ziel, was ich immer haben möchte. Das heißt, das werde ich auch gleich machen, oder? Die anderen sind ja auch noch so, die anderen sind eigentlich wurscht. Wir werden jetzt das Shiny hier auch noch entwickeln. So, das entwickeln kostet 100 Bonbons, das müssen wir halt jetzt hinnehmen. Müssen wir schauen, kriegt der überhaupt, ja? Kriegt der Psychokinese. Er müsste durch das normale Entwickeln jetzt Psychokinese kriegen. Und dann brauche ich noch einen Raid, noch einen Mega Simsala Raid. Und mit der nächsten Energie kann ich den dann auch zu Mega Simsala machen. Und dann bin ich auch wieder fertig mit den Einträgen. So möchte ich es immer haben. Der hat jetzt hier Psychokinese bekommen. Muss ich mir nur merken, dass ich den entwickle. Mir fehlt jetzt natürlich wieder ein Abra, das heißt ein Kadabra. Wir nehmen einfach das Höchste und entwickeln hier nochmal kurz das. Schon ist die Familie wieder voll. Shiny sollte man eigentlich von dem genügend haben. War ja ein C-Day-Pokémon, hat sein C-Day gehabt. Deswegen habe ich es wieder mal geschafft. Habt ihr schon einen Simsala-Raid gemacht, ein Mega-Simsala-Raid? Habt ihr eure Mega-Entwicklung schon durchgeführt? Habt ihr jetzt auch eins auf Level 50 in 100%? Ja, schreibt es mal in die Kommentare. Das war es ansonsten von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out. Vorhaut. Hier seht ihr es, weiblich ist eingetragen. Männlich fehlt noch, das muss ich noch ausfüllen. Euer Ramses.